Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Alex aka Selector und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Manga Erstlook. Und zwar heute geht es um den Manga To Your Eternity. Ein Manga, auf den ich mich schon seit ein paar Monaten freue. Also schon sehr gespannt war, wie er werden wird. Und ja, jetzt ist er endlich hier. Vorweg, To Your Eternity hat derzeit in Japan was um die 7 Bände. Ich glaube, der 7. kommt im Mai. Mai müsste es sein. Ja, Mai. Mein Japan raus ist ja auch egal, soll wieder nur dazu, dass man so einen kleinen Überblick hat. Und der scheint bei Egmont Manga bei uns halt in einem 2-Monats-Takt. Sprich, normaler Takt, angenehm, gut so, magisch. Der Manga selber stammt von Yoshitoki Uima, ich habe keine Ahnung. Das ist diese Frau, die einigen von euch wahrscheinlich noch von Silent Voice kennen, weil sie halt Silent Voice geschrieben hat. Was ich ironischerweise noch nicht gelesen oder gesehen habe, muss ich noch nachholen. Aber hey, ich habe gehört, ja, hier kommt To Your Eternity. Das hat viele Fans im englischsprachigen Raum gehabt. Das galt für einige so der beste Manga 2017 halt im englischen Raum. Ja, war ich halt gespannt. In der ersten Auflage kommt der Manga nebenbei mit diesem doch recht coolen Umschlag, was halt eine alternative Cover-Illustration bietet. Das hier ist halt das Originalcover, das haben halt auch die Amerikaner. Und des Weiteren, wenn ihr bis morgen, also dem 8.4. Im Egmont Manga Shop den Band 1 bestellt, bekommt ihr noch dieses in Anführungszeichen coole Poster hinzu. Warum sage ich in Anführungszeichen cool? Weil es eigentlich nur die Original-Cover-Illustration einmal hier so ein bisschen abgeschnitten ist. Schriftzug drauf, Logo drauf, fertig. Hätte ich schon fast gesagt, sollte man lieber den Umschlag, die Illustration des Umschlags nutzen sollen, aber naja, ein Geschenken-Gau schaut man nicht ins Maul. So, das ist doch so schön. Ah ja, jetzt lasst uns mal zur Story kommen. Das ist halt das, wo wahrscheinlich einige hier sind. Der Manga beginnt damit, dass eine Art Gott eine Art Kugel auf die Erde fallen lässt. Diese kann sich halt in alles Mögliche verwandeln, ist, wie der Name des Mangas schon sagt, also vermuten lässt. Unsterblich. Dazu muss ich sagen, eigentlich würde der Manga übersetzt was heißen wie To you, you're immortal? Ne, to you, the immortal. Zumindest wurde er so im englischsprachigen Raum immer genannt. Bevor er offiziell lizenziert wurde. Ich kannte ihn vorher auch nur unter To you, the immortal, auch wenn ich diesen Namen sehr komisch finde und halt nicht unter To your eternity. Eternity heißt ja nur Ewigkeit. Auch wenn das auch schon sehr Unsterblichkeit impliziert, allerdings die Fanübersetzung in Anführungszeichen hat halt wirklich sehr stark, hat halt einfach gesagt, ja, es geht um Unsterblichen. Das war ja so kleine nice to know Sachen. Die Kugel verwandelt sich halt, kann sich halt alles möglich verwandeln. Wie schon gesagt, und verwandelt sich halt zuerst in einen Stein, dann in Moos, dann in einen Wolf und schlussendlich in einen Menschen. Ich will allerdings auch gar nicht zu viel von der Anführungszeichen Story erzählen, weil es ist kein. Man könnte es als Spoiler sonst sehen. Es ist das Problem. Ich sag mal so, der Manga scheint eine eher endlose Reise, deswegen auch Eternity, zu sein, eben für jene ehemalige Kugel. Eine Reise halt voller Emotionen. Eine Reise zur Menschlichkeit. Weil diese Kugel eben im Verlauf der Geschichte immer mehr und mehr lernt. Weil sie eben menschlich wird. Sie nimmt menschliche Gestalt und kann dadurch auch denken wie ein Mensch. Und lernt. Deswegen sage ich halt, ne? Eine Reise zur Menschlichkeit. Das ist halt auch schon so im Wesentlichen die Story, was man wissen muss, ist halt eine endlose Reise, die wahrscheinlich auch, soweit ich weiß, über Jahrzehnte hinweg spielen wird. Weil der Typ ist unsterblich. Aber lasst uns erstmal mit dem Artwork anfangen. Also, ja, Artwork ist in Ordnung. Ach, nebenbei merkt, ich finde es großartig, dass hier die Spines gleich sind. Also, von dem Stil her. Weil bei Gleipnir war es so, dass, ja, das Bein über, also der Umschlag gar nicht gepasst hatte zu den restlichen Buchrücken. Gleibnir ist ein Manga, den ich bei mir diesen Monat schon
das auch bei uns erschienen ist und zu dem auch noch ein Video kommt. Also ja, Artwork technisch ist es cool, ja doch. Es ist zwar jetzt nichts, was man in den Himmel loben müsste, aber es hat durchaus was, was ich, ja, ist doch mal etwas. Und ja, der erste Mann selber war auch wirklich schön, so ansprechend. Jetzt nicht der allerbeste erste Mann, den ich jemals gelesen habe, das ist wahrscheinlich nach wie vor für mich Vanitas. Aber doch, er war schön. Jedoch weiß ich noch nicht, ob ich ihn mir immer direkt weiterkaufen werde. Weil das Problem ist einfach, es wird ein sehr emotionaler Manga sein, so wie ich gehört habe. Und ich habe es leider nicht so mit solchen Manga, da ich selber doch recht emotional sein kann. Also, ja, ich mag nicht Manga, die mit diesen Themen viel hantieren, deswegen. Ich hole ihn mir wahrscheinlich weiter, weil er doch recht schön zu sein scheint, aber ja, vielleicht warte ich eher noch damit, denn ich muss direkt auch mal eine Warnung aussprechen, Anführungszeichen. Denn alle Leute, die nicht so diesen Manga aktiv sammeln wollen, sollen sich das vielleicht nochmal überlegen. Einfach aus dem Grund, es wird dauerhaft wahrscheinlich mit Themen wie Tod, Vergänglichkeit, Menschlichkeit und so weiter sich befasst. Und es gibt genug Leute, mich eingeschlossen, die können sowas halt so massenhaft nicht unbedingt ertragen. Da, ich meine, man muss dazu sagen, er erscheint nur alle 2 Monate, das heißt alle 2 Monate mal so einen richtigen Tearjerker, okay, kann ich wahrscheinlich noch mit leben, aber er hat jetzt nicht die höchste Priorität für mich. Und wie gesagt, jemand, der halt wahrscheinlich noch emotionaler ist als ich und sowas überhaupt nicht abhaben kann, am liebsten nur Comedy lesen, Foot weg von dem Manga. Weil, doch, es drückt schon sehr auf Emotionen, leider, also was heißt leider, es ist halt nichts für schwache Nerven, muss man einfach mal so sagen. Storytechnisch muss ich auch gestehen, bezweifle ich, dass jemals groß was erklärt wird. Weil ich habe schon irgendwie gelesen, dass sich einige halt fragen, ja, hier, was mit dieser Kuh eigentlich auf sich hat, mit dem Gonzalt, aber ich glaube nicht, dass sowas groß behandelt werden wird. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, der Manga soll sich nicht darum gehen. Also der Manga dreht sich auch nicht darum. Sondern es dreht sich, also es soll sich ja nicht darum drehen, warum ist der jetzt unsterblich? Warum hat der Gott diese Kugel erschaffen auf die Erde fallen lassen? Das will ich wissen. Das wird wahrscheinlich nicht beantwortet werden. Ich meine, warum unsterblich ist? Ja gut, das ist von einem Gott erschaffen. Dass das dann unsterblich sein könnte, das wird Sinn machen, sag ich mal. Es soll halt einfach nur eine Reise sein, die mit Themen, wie schon erwähnt, Tod, Vergänglichkeit, Menschlichkeit, die vielen Schichten des menschlichen Lebens, Gott, was ist denn heute los mit mir, menschlichen Lebens und so weiter arbeitet. Sie wird, denke ich mal, sehr schön sein, wie wertvoll und so doch, ich sag mal, recht kurze Zeit auf Erden ist und wie schnell irgendwie eine Zeit vorbei sein kann, hier halt in Bezug auf, ne, Tod. Es ist halt wirklich, es wird eine schöne Reise, denke ich mal, aber auch eine sehr emotionale. Und ich kenne so die Art Geschichte und ich bezweifle, dass man muss nicht wissen, warum der unsterblich ist oder warum der Gott das jetzt gemacht hat. Ich glaube, man soll einfach nur mal ein bisschen über das Leben nachdenken. Könnte ich mir vorstellen. Oh Gott, ich werde wahrscheinlich gerade so übertrieben tiefgründig. Das soll gar nicht sein. Egal. Wobei, die Message hinter Silent Voice, gut. Könnte halt sein, dass man dann so ein bisschen über das Leben nachdenken soll. Bitte, ich denke dann zumindest, wenn ich sowas lese, ein bisschen drüber nach. Weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Es würde mich doch sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, ist kostenlos. Guter Deal. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Holt euch diesen Manga und ciao!